Willkommen zurück zu Dungeon Defenders 2. Mit mir dabei ist der Bluecom. Moin, moin. Und wir sind hier nochmal bei Betsy. Die hat uns ja das letzte Mal das Leben schwer gemacht und wir haben leider eines der Eier eingebüßt. Deswegen hat sich Bluecom eine neue Strategie überlegt. Voll den geheimen Geheimplan. Den geheimen Geheimplan? Den wir wollte ich leider noch nicht gerade verraten, aber naja, ich muss ihn das halt verraten. Ja, genau. Und zwar haben wir ja Probleme mit diesen drei Wegen, die zwei Ballatern da drüben und einmal diesen einen hier. Ja. Und da wir in den ersten vier Runden eigentlich nichts zu tun haben, großartig, und unsere Defense immer extrem gut hält, haben wir uns entschieden, hier auf diesen Wegen nur zwei Schilde zu bauen und unsere komplette Defense auf die Wege aufzubauen. Das heißt, diese beiden Wege, die dann, wenn Betsy da ist, sowieso verschwinden, die machen wir komplett mit unserer Hero-Power. Das heißt, wir müssen uns jetzt voll darauf konzentrieren. Ja. Die Wege halt zu deffen, denn das bedeutet dann, dass wir im Kampf mit Betsy uns rein darauf konzentrieren können, halt Betsy zu bekämpfen, und wir müssen dann nicht mehr hier nach den Wegen schauen, denn die werden ja dann voll von unserer Defense übernommen. Setzt du mal die Schilder? Ich bin schon dabei. Gerade am überlegen, wo ich es am besten hinsetze. Wie gestern bitte? Ja, hier so, ne? Ja. So. Hier werde ich das Schild ein ganz kleines bisschen weiter zurücksetzen, und zwar hier hin. Wo sind die Aufladungen der Fallen etwas erhöht? Sehr sinnvoll. Haben sie ja. Ah, es war etwas nervig. Okay, da werde ich, glaube ich, ein bisschen weiter nach da. So. Jetzt fängt es wieder das Ruckeln an übrigens. Ja, es ruckelt jetzt wieder. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen, dass es ruckelt. Wir haben hier immer irgendwie Probleme mit Ruckeln. Liegt also keinesfalls irgendwie an uns, sondern es scheint wirklich hier an dem Level zu liegen. So, machen wir mal. Ich werde hier mal Eis aufbauen. Na gut, hast du ein Schild weit hinten produziert, okay. Ja, das ist Absicht, weil dann kann man nämlich hier oben drüber noch ein bisschen was machen, weißt du? Und die Defense wird halt, also die Dinger hier werden dann auf keinen Fall beschossen. Ja, das war so die Idee bei der Sache. Weil wir wollen ja auch nicht, dass die irgendwie kaputt gehen. Das wäre ja Quatsch. So, jetzt haben wir überall zwei Fallen. Ein Turm. Frag mich, ob man hier. Oh, tatsächlich, es geht. So. Das ab. Gut, ich muss drüben noch ein bisschen was hinbauen. Ja, drüben hast du gar nichts. Ja, doch, ein Schild habe ich schon hingebaut, aber noch keine Bewaffnung. Mal schauen, ich könnte eventuell hier. So, ich habe alles verbaut. Eis, und dann könnte ich hier. Das ist alles verbaut, sehr schön. Ich habe noch ein bisschen was ich verbauen kann. Warte mal.
Und drüben baue ich noch was hin. Ich hoffe, unser Plan geht auf, dass wir das hier schaffen. Ja, ich bin mal gespannt. Normalerweise, wenn wir uns zu zweit konzentrieren auf die Wege. Band, ja. Ich habe eine Falle reingesetzt, aber die tue ich dann wieder wegmachen. So. Gut, was kommt denn da? 38 und 37. Und wo kommt die große Welle? 52? 38, okay. Haben wir auf der Seite genug? Ja, da haben wir Eis und zwei. Also, man sollte es reichen. Ja, das müsste eigentlich reichen, ja. Gut, dann. Denk dann, du musst dich auf deine Lane konzentrieren. Ich muss mich hier nur in die Mitte konzentrieren, ne? Gut aus. Jo, das sah gut aus. Das sah. Oh, jetzt kommt bei mir hier schon ein bisschen was Dickeres hier. Ja, oh, hier kommt Luft. Luft anhalten! Ja. Nee, alles safe. Okay. Gut, bisher funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Ah, ich glaube, wie gesagt, das ist die einzige, die vierte Welt, die uns ein bisschen Probleme machen könnte. Geheimplan. Sehr schön, sehr schön. Wir sollten die Schilde aber auf jeden Fall upgraden. Alles, was du hier reinsteckst in der Mitte, ist halt echt verloren, ne? Ja, aber zumindest einmal upgraden, schade, glaube ich nicht. Meinst du, das ist wirklich notwendig? Also, ja, kam schon nicht durch. Ich habe die Schilde schon upgegradet. Achso. So, dann baue ich jetzt hier mal weiter Kanonen. So, dann kriegen wir das auf Tier 2. Ich glaube, diese Feuerfallen sind ziemlich gut. Okay. Und hier möchte ich dann auch noch mal Kriegen wir noch nicht auf. Wird das ab. So. Und drüben baue ich noch mal ein bisschen was hin. Und dann haben wir es schon fast geschafft hier mit der Bauerei, oder? Ja, ich bin nur noch am Upgraden inzwischen. Das mache ich die nächste Runde, dann gehen die noch mal. Und so. Okay. Gut. Oh oh, bei mir wird's haarig. Da kommen starke Panzer, ne? Was ist denn das? Alles clear. Kein Problem. Ja, ich muss das Blau mir schnell schnappen hier.
Ja, sie erreichen nicht mal die Schilde. Das sind bloß die komischen. Oh, oh, da geht er hoch. Schnell. Da. Oh, da ist einer. Da ist einer am Schiff vorbeigelaufen. Hast du gesehen? Ja, ja. Ich. Hallo. Hat's schon zerrissen. Okay, oh Gott, das war jetzt auch. Gut. Da kommt ein Boss. Betsy has cursed. Betsy ist ein bisschen pissig, oder? So. Ein bisschen was bauen können wir noch. Lass mal überlegen, wo wir es hinsetzen können, was wir zu bauen haben. Ich grade nur noch ab. Du gradest nur noch ab und ich könnte aber noch mehr ein bisschen Fallen bauen. Ja, ich könnte noch ein bisschen was bauen und dann könnte man upgraden. Also die Schilde hier unten grade ich auf jeden Fall mal ab, warte mal. Also die sind halt ein bisschen in Schilden gekommen in der Mitte, ne? Ja, noch ist ja auch keine starke Einheit gekommen. Da kommen nur noch zwei Wellen. Okay, dann grade ich jetzt ab, okay. Was ist denn in der Mitte? Da. Hast du noch zwei? Ja. Smaragd? Ja. Okay, dann gib mal her. Wie gibt man die wieder? Ich frage jedes Mal. Die geb ich dir wieder, ja. Wie gibt man die? Achso, mit M. Hol ich jedes Mal. So, dann kann ich nämlich da hinten nochmal upgraden. Zack. Gut. Dann machen wir Go. Also, wenn jetzt die Defense fehlt in der Runde, weiß ich auch nicht. Da kommen wieder Lufteinheiten. Ich glaube, da müssen wir uns hauptsächlich sofort drum kümmern. Weil da steht immer, dass die irgendwie immer heilen. Und den Attack Speed steigern. Ich habe auch einen beschissenen Stab, ja. Oh oh. Mit meinem Bogen ganz zufrieden, alles hier. Das war schon wieder. So, letzte Bauphase. So. Denk dran, letzte Bauphase. Ja, wir könnten noch irgendwo was hinstellen. Muss irgendwo noch was. Ist noch ein Mob. Irgendwo ja, da war er. Da ist er. So wenig Kohle. Weil ich nicht an der Kiste war, ja. Da. So, letzte Bauphase. Da, Schild. Drüben baue ich auch mal das Schild. Das war ja immer die Problemlane, ne? Diese mittlere hier. Ja. Also. Ich hab noch 11, falls du brauchst.
Da könnte man vielleicht das Schild nochmal sich jetzt halber machen hier. Das ist nämlich erst Tier. Ah ne, Tier 3 hat's. Das muss doch jetzt eigentlich halten. Also, wir stehen ja, so. Ja, wenn Betsy kommt, geht's quasi rund. Das ist so die. Ja, aber da steht jetzt so viel Zeug. Das ist jetzt die letzte Bildphase, ne? Ja, ich hab noch 11, wenn du brauchst. Ich hab noch was, soll man noch irgendwas hinbauen? Warte mal, ich repariere das hier vielleicht. Ja? Weil die Schilder müssen wir reparieren. Die Schilder müssen wir unbedingt auch nach der nächsten Phase reparieren. Wie machen wir es dann? In der nächsten Phase kümmerst du dich ein bisschen um das Reparieren der Schilder, wenn Betsy da ist? Ich hab den höchsten Hero-Damage für uns. Du meinst, ja, die hier müssen wir. Guck mal, hast du noch ein bisschen Kohle? Das Schild müssen wir unbedingt reparieren hier. Oh Gott. Genau. Aber ich meine jetzt, wenn Betsy da ist, dass du dich immer um die Schilder kümmerst, ab und zu mal abläufst? Ja, unten, ja. Ich würde rein auf Betsy mitgehen, weil das wird sonst, glaube ich, zu knapp. Ja, ja, ich meine halt nur, dass du ab und zu mal auf die Schilder guckst, ne, reparierst. Haben wir nach der Runde noch einen Moment, um die nochmal abzugraden? Nee. Dann dafür gehen sofort die Kampfphase, aber du kannst die Kiste einsammeln. Ja, ich sammle die Kiste an und grade nochmal schnell die Schilder ab vielleicht. Ja. Okay, gut. So, dann... Go. Da kommt eine große Welle hier aus dem Tor. Gut. Damit ist aber alles safe. Oh, Schild ist kaputt, hier. Ja. Ah ja, braucht schon nichts. Eins ist nur defekt. Beides Schild ist kaputt. Darf nicht durch Latan! Schieß! Komm, wir werden nicht in der letzten Welle jetzt verlieren. Sie hält, bis zum letzten Mal. Scheiße! Das war sehr knapp kalkuliert. Ja, das war etwas knapp, aber wir haben es geschafft. Ich grade schnell die Schilder ab. Ja. Komm, lass mich skippen. Hast du drüben auf der anderen Seite abgegradet das Schild? Sicherheitshalber? Weiß ich nicht. Ich hab's nicht abgegradet. Aber das Einzelne. Ja, ich bin bei dem, das eine bei den zwei Wegen habe ich schon. Kannst du gerade laufen? Ich kann nicht laufen. Im Moment nicht, nee. Im Moment habe ich ja hier, die Sequenz. Sequenz, genau. Ein Schild habe ich aber schon upgradet. Ich muss schnell in die Kiste und dann... Okay, wo bin ich? Ah, hier drüben, genau. Okay. Also das Schild ist jetzt hier 5 hier. Okay, ich bin auch blank jetzt. Ich habe noch ein. Oh, das hättest du nicht machen sollen. Jetzt hast du nichts mehr zu reparieren. Das muss reichen, weil wir müssen auf Betsy Schaden machen. Ja, aber. Sonst wird's blöd. Wir haben ja auch Zeit, wo Betsy jetzt durch die Gegend läuft. Oh, scheiße. Wo ist was so ein Under Attack? Also Betsy kommt nach hinten.
fahren. Kurz die Lanes mitschicken, du kannst ja Geld auch einsammeln, ne? Ja, ja. Kurz mal auf die Lanes gucken, alles steht ja noch da, ja. Wo ist Betsy? Geh kurz den Boss hier mitmachen. Wo ist der? Oh. Mach nichts, ist schon down. Ich schieß noch drauf, ja. Betsy ist da. Ja, okay, ich bin an Betsy dran. Betsy ist weg. Ja. Überall mal schnell die Schilde reparieren. Jetzt I attacked, ne? Ja. Bis jetzt sieht alles relativ gechillt aus. Ja. Schilder steht alle, ist doch mal repariert. Schilder ist alles gut. Also Betsy ist gleich wieder da. Oh. Betsy hat halt noch sau viel Leben, ne? Ja, aber so muss man das runterziehen. Also ich wüsste, wie viel mehr Schaden jetzt drauf machen kann. Betsy ist da. Meine Fallen mal auffüllen. Da kommt nicht wieder in meine Richtung. Ach! Warum wirst du jedes Mal in meine Richtung machen? Pass auf, das sind Flugeinheiten. So, kurz noch einen Schilder drauf kommen. Irgendwas, was destroyed. Was ist denn da gerade destroyed worden? Weiß es, ne? Boah, hier sind alle Dinge beschädigt. Welches Ding ist beschädigt? Alle Waffen. Mach mal die Flugeinheiten hier. Ich bin dabei. Schilder sind repariert. Ach komm, das leckt doch jedes Mal in meine Richtung, ey. Stehe ich auf der anderen Seite, macht es in die andere Seite. Jetzt wieder in meine Richtung macht, hast du raus. Oh, oh. Ich sauer. Alles gut. Hälfte haben wir, Nathan. Hälfte haben wir. Ja. Muss ich schon mal heilen? Ah, Mist. Schilder reparieren. Hast du Schilder überall repariert?
Müsste passen. Ich habe jetzt gerade nicht gucken können, weil ich mich heilen muss. Warte, warte, wer ist gestorben? Da geht's. Nein! Nicht runterfahren. Wirklich? Ja. Und die Waffen Betsy ist da. Was auf die Flugeinheiten kommen. Ich spiel schon so. Und sie ist da. Nee, doch nicht. Oh oh. So, was hat denn das Ei noch? Oh, das Ei, das stirbt gleich. Ach, ein wenn sie es noch einmal angreift, dann ist es vorbei. Na dann voll auf hier. Kann man das Ei irgendwie reparieren eigentlich? Ne. Kann man gar nichts mehr machen mit dem Ei. Voll drauf schießen sie es da. Gib Gas, laden! 1 Million! 900.000! Nee, so, wir kriegen nicht genug Schaden. Ah, da ist so ein Ding durch. Da ist so ein Flugzeug. Ja, aber die hätte das Ei sowieso kaputt gemacht. Die hätte das Ei jetzt sowieso kaputt gemacht. Wir kriegen nicht so auf die Art, kriegen wir nicht genug Schaden auf Betsy. Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt in allen Phasen, also wo ich Schaden machen konnte, habe ich auf Betsy geschossen. Hm. Ja, keine Ahnung, was wir da noch ändern können. Weil wenn du Waffen hier aufbaust, also das... Die macht sie nach der zweiten Runde kaputt. Die Lanes hier waren jetzt safe. Da, also von meiner Seite habe ich praktisch nichts machen müssen. Ja, ich auch nicht. Ich habe ein bisschen repariert irgendwo. Ich glaube bei dir drüben auf der einen... Wir bekommen nicht genug Schaden auf Betsy. Guck mal, die hatte noch 960.000. Das letzte Mal war 1,8 Millionen. Ja, ja. Aber das war auf jeden Fall schon besser, weil wir uns halt jetzt wenig um die Lanes kümmern mussten, ne? Kann man hier oben, hast du mal geguckt, kann man eigentlich hier auf diesen Planken hier Fallen stellen? Keine Ahnung. Ne. Kannst du ja probieren. Hier kannst du hier nichts kann draufstellen. Man, hier kann man welche stellen. Hier. Ja, aber da macht sie ja sofort kaputt, ne? Also alles, was hier ist, macht sie sofort kaputt. Ja. Ne? Also alles, was da ist, sofort am Arsch. Sobald die runterkommt, ne? Also sonst hätte ich gesagt, baut man hier hinten irgendwie hin, aber... Das hält glaub, eine Runde. Eine Runde haben sie, ne? Eine Runde und dann sind sie hinüber, ne? Hm, keine Ahnung. Ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt. Was man vielleicht probieren könnte, wäre hier hinzubauen, ne? Das hier. Ist zu Ende. Da, hinten. Wo das Ei ist. Dass er attackiert, dass wenn sie da runterkommt, also wenn sie da hinkommt, dass er da immer Druck bekommt, aber dann haben wir das Problem. Dann haben wir das Problem mit den Lanes, ne? Gut. Und ich halt in der Mitte war es also jetzt gerade am Maximum, ne? Mal gesehen. Ja, in der Mitte war es ja halt vollkommen ausgereiht. Wir haben jetzt ziemlich viel gequatscht, weil es ist schon, sind schon 29 Minuten. Oh mein Gott. Dann tun wir mal schnell abmoderieren. Genau. So. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir ein Däumchen, hinterlasst uns ein Däumchen, schreibt uns in die Kommentare, abonniert unsere Channel und seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir, sollen wir es nochmal mit Betsy probieren? Ja, wir probieren es nochmal mit Betsy. Ja, dann probieren wir sehen, wie wir sie legen. Dann probieren wir es nochmal mit Betsy. Bis dahin eine gute Zeit. Ciao, euer Blue Chrom. Ciao, ciao. Der Latan. Ciao, ciao.